Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Charakter Bangar und seiner Geschichte. Wenn du dich für König der Löwen oder die Garde der Löwen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Und falls du Ideen für zukünftige Videos hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. So, starten wir los mit dem Thema. Wer ist Bangar? Bangar ist ein Honigdachs mit blau-weißem Fell und blauen Augen. Und im Gesicht trägt er noch 6 dunkelblaue Fellflecken. Wie auch die anderen Mitglieder in der Garde der Löwen hat Bangar einen eigenen Spruch. Und dieser lautet Tsukasama, übersetzt Steh auf und versuch es. Von Staffel 1 bis Staffel 3 war er der mutigste in der Garde der Löwen von Kion. Und seit dem Ende der dritten Staffel ist er, sowie auch der Rest von Kions Garde, Teil der Nachtschar. Dementsprechend lebte er früher im geweihten Land und dann am Baum des Lebens. Wer seine Eltern sind, wissen wir nicht, er wurde jedoch von Timon und Pumba großgezogen. Dementsprechend könnte man auch behaupten, dass er und Simba Adoptivbrüder sind. Sein bester Freund ist Kion. Kommen wir zu Part 2 und der Frage, wo kommt Bangar vor? Da Bangar Kions bester Freund und auch ein Mitglied der Garde der Löwen ist, kommt er in so ziemlich jeder Folge in die Garde der Löwen vor. Also von Staffel 1 bis Staffel 3 und im Film zu die Garde der Löwen. Und der Film beginnt eigentlich auch mit ihm und Kion. Denn die beiden tollten durchs geweihte Land und als Bangar in Gefahr geriet, benutzte Kion das erste Mal das Gebrüll. Und Bangar war auch der erste, den Kion für die Garde der Löwen rekrutierte. In der Serie gab es auch einige Folgen, die sich nur um ihn drehten. So erfahren wir zum Beispiel, dass er, Timon und Pumba eine Tradition haben, in der Bangar ihnen Umatumaden mitbringt. Denn als Kind wurde Bangar von seinen Eltern getrennt und traf, als er herumirrte, auf Timon und Pumba. Und diese waren da gerade auf der Suche nach der Utamumade. In einer anderen Folge wiederum wurde er von Ushari gebissen und dachte, dass er sterben würde. Allerdings stimmte das nicht so ganz, denn wie wir dann von Rafiki erfahren, ist er immun dagegen. Also gegen das Gift. Das führte dann dazu, dass Bangar davon ausging, dass er immun gegen alles ist. Später in der Folge stellte sich dann heraus, dass das nicht so ganz stimmt. In einer anderen Folge wiederum stürzte Simba in eine Schlucht und er und Bangar mussten dann dort einen Ausweg finden. Und dieses Abenteuer sorgte dafür, dass sich die beiden anfreundeten. Außerdem legte er sich gerne mal mit den Bösen an. So wie zum Beispiel mit Mama Binterung. Und diese begann ihn danach ziemlich zu hassen. Außerdem war er sehr oft ziemlich direkt und ich glaube, er hat oft nicht zuerst nachgedacht, bevor er gesprochen hat. Denn gerade auf dem Weg vom geweihten Land hin zum Baum des Lebens hat er Kion manchmal schon etwas provoziert. Und am Baum des Lebens traf Bangar dann auf Bingar, einen weiblichen Honigdachs. Fangeschichten zu Bangar konnte ich leider nicht wirklich welche finden. Aber wenn ihr irgendwelche Fantheorien zu Bangar, seinen Eltern oder seine Zukunft kennt oder ihr selbst irgendwelche Theorien habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ja, das war's soweit zu Bangar. Zum Abschluss kann ich noch sagen, dass Bangar jetzt nicht unbedingt mein Lieblingscharakter ist, aber die Serie ohne ihn vermutlich nur halb so lustig wäre. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!